Geh in irgendeiner Stadt, in irgendeinem Land zu einer psychiatrischen Anstalt oder einem Rehabilitationszentrum, zu dem du Zugang hast. Wenn du die Rezeption erreichst, bitte die Person, ob du jemanden besuchen kannst, der sich selbst den Halter der Wut nennt. Die Person wird schüchtern erscheinen, aber sie wird dir eine Tür zeigen und danach verschwinden. Wenn du durch die Tür gehst, wirst du dich in einem Treppenhaus wiederfinden, das scheinbar in der Dunkelheit endet. Sobald du beginnst, die Treppe herabzusteigen, wirst du anfangen, Schreie zu hören. Diese Schreie hören sich an, als würden sie aus einem Mund kommen, jenseits dieser Welt. Wenn das Schreien irgendwann aufhört, rufe in die Dunkelheit, verrichte deine Arbeit, ich möchte nicht stören. Wenn das Schreien nicht zurückkommt, gibt es nichts, was du tun kannst. Du wirst tot sein, ehe du weißt, was passiert. Wenn das Schreien wieder anfängt, kannst du deinen Weg beruhigt fortsetzen. Irgendwann wirst du eine Tür finden, durch den Ritze Licht hinaustritt. Geh durch diese Tür und du wirst in einen Raum gelangen, der wie es scheint ein mittelalterlicher Kerker ist. Ausgehöhlte Schädel mit Kerzen erfüllt, denen als Laternen und Skelette hängen an den Wänden herab. In der Mitte des Raums wird ein Holztisch stehen, dahinter ein Kamin, in dem Feuer brennt. Auf diesem Tisch liegt der abgetrennte Kopf eines 4-jährigen Mädchens, der dich mit glasigen Augen anstarrt. Stell dich auf den Tisch und schau dem Kopf in die Augen. Mit einer klaren, kommandierenden Stimme frage dann, wer wird sie von Zusammenkommen abhalten? Der Kopf wird dir in die Augen schauen und dir die Geschichte eines Mannes erzählen. Sie wird die ganze Geschichte erzählen, von seiner gewaltsamen Geburt bis zu dem, was er im Moment tut. Der abgetrennte Kopf wird die Taten erschreckend detailliert erzählen. Er ist ein Mörder, derer, die ihn nie sahen, der ist genauso verrückt. Wenn der Kopf des Kindes am Ende der Geschichte sagt, er belauscht unser Gespräch, wirst du aus dem Raum gezogen und von dir wird nie wieder etwas gehört werden. Du wirst all die schrecklichen Dinge, die du dir je erdacht hast, erleben und du wirst so lange leben, bis du sie alle erlebt hast. Wenn sie sagt, dass er anderswo sei, ist er nun auf der Suche nach dir und er wird nicht aufhören, bis du tot bist oder die Objekte zusammenkommen. Der Kopf wird dir nun sagen, dass du ihn hochheben sollst. Hebe den Kopf an den Haaren hoch und blicke an die Stelle, an der er gestanden hat. Dort wird eine Nadel liegen, in getrocknetem Blut, Sperma, Eiter und weiteren unzähligen, nicht identifizierbaren Substanzen. Die Nadel ist Objekt 21 von 538. Die Jagd hat begonnen und die Uhr tickt.